Freunde, wir sind heute bei Bayern gegen MBC. Es ist der Season-Opener für die BBL-Saison. Wir haben ja schon gesagt, dass wir diese Saison uns ein bisschen mehr mit der BBL und mit der Euroleague beschäftigen wollen. Und welches Team wäre da besser als das mit den drei Weltmeistern? Izzy, Andy und Giffey. Ich freue mich wirklich sehr drauf, es ist mein erstes BBL-Spiel. Und dann kommen wir halt direkt mit einem Banger. Also so sieht das übrigens hier aus in dem VIP. Und wir warten gerade darauf, dass wir abgeholt werden, weil wir heute noch sowas wie eine kleine Tour bekommen vom FC Bayern, was sehr, sehr nice ist. Ich habe einfach mal hingeschrieben, gefragt. Die haben gesagt, ey, klar, wenn du Bock hast, lass ein bisschen was filmen für den Vlog. Und ja, wir warten jetzt darauf, dass wir abgeholt werden. Und dann zeigen wir euch ein bisschen die Halle hinter den Kulissen. Also, hey, hier sehen wir schon die Spieler. Athletikleiter liegt da. Das ist geil, dass der Boden auch so ein bisschen höher ist. Gefällt mir gut. Oh, also, das ist geil. Ey, das wussten wir gar nicht. Weil die hatten selber auch Tickets organisiert und wussten gar nicht, dass wir hier sitzen. Guck mal. Stimmt. Wow. Ey, vielen Dank. Das war überraschend, wir haben geil. Genau, wir sitzen da vorne. Ach, geil. Vielen Dank. Danke. Einfach Vorzeit-Tickets bekommen. Wie nice ist das eigentlich? Also hier ist gerade Bayern. Hier sind unsere Weltmeister Andy Obst. Bester Mann auf jeden Fall. Noch eine Überraschung, Leute. Achso, hier ist by the way der Haupteingang. Hier kommen die Leute immer rein. Genau, hier gibt es dann so ein bisschen Zeug zum Entdecken. Ich weiß jetzt gerade nicht, was alles anders ist. Ja, also wurde uns das gerade erklärt. Das hier ist der SAP-Garten. Der kommt. Wann kommt der SAP-Garten? In ein oder zwei Jahren? 2024. Die nächste Saison schon, 2024. So wird das Ganze ausschauen. Aisha hat gerade gesagt, das sieht ein bisschen aus wie. Wie in Toronto? Bei den richtig? Raptors, ja. Ja, genau. Wir können uns hier hinsetzen und dann hat man quasi einmal die Experience, wie das Ganze aussieht, wenn man dann da ist. Ja, es ist riesig, weil normalerweise ist in der BBL-Arena nicht das hier oben noch. Das heißt, es wird schon sehr NBA. Es gibt auf jeden Fall richtig Raptors-Vibes. Ja, vor allem auch durch das Rot. Ja. Ja, kommt sehr, sehr geil. Und hier sieht man wahrscheinlich gerade die Construction nehme ich mal an. Genau. Also, das wird ziemlich nice, Leute. Da werden wir auch dabei sein. Bobby. Nummer 6 und Bobby? Ja. Ja, oder? Okay. Lauter Überraschung. Nice. Zeig. Wir dürfen das selber flocken. Ich weiß nicht, was flocken richtig bedeutet, aber ich glaube, das bedeutet das Ding runterdrücken und das machen. Ja. Auch gerne die Halle. Die Halle? Ja. Wir gerne Halle, oder Leute? Halle machen wir. Vorbei, je nachdem wie die Situation ist. Vielleicht können wir ein bisschen länger bleiben, vielleicht nicht, aber ihr bekommt auf jeden Fall einen Eindruck von der Practice Halle, ne? Ja, okay. Ich kann auch noch mal durchtanzen. Lass dich nicht stören. Ah, okay, krass. Das ist mies unangenehm, wenn die Chili da hier eigentlich. Also ich weiß nicht, darf ich da hinfilmen? Weil wir haben ja nicht gefragt. Ja? Okay, wir gucken uns das einmal an, wie viele Körbe haben wir da. Wir haben ein paar tiefe Körbe auf jeden Fall, damit auch Andy Obst danken kann, mein Spaß. Aber es sind auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 große Plexiglas-Körbe da. Und dann hast du wahrscheinlich noch diese Höhenverstellbaren und so. Also Bayern, wenn ihr noch einen Spieler braucht, ich wäre jetzt schon hier. Ich bin eigentlich auch immer ready zu spielen, wirklich. Wenn ihr meinem Kader einen Platz braucht, ich bin da, wirklich. Schau mal, schau, wie ich jetzt den Rim touch. Die wissen gar nicht, wie athletisch Bobby ist. So easy. Ja, guck, da sieht man wirklich gut den Korb, höhenverstellbar. Ja, höhenverstellbar und auch nach vorne und zurück. Dann haben sie hier noch so eine Rebound-Maschine. Mit ihren Tabellen. Wir dürfen jetzt leider nicht werfen. Das war jetzt zu störend, aber beim nächsten Mal kommen wir vielleicht schon mit der Wacken.
Bro. Beim nächsten Mal sei am Start. Die Jungs haben mir einfach das Handy in die Hand gedrückt. Aber ey, ich wünsche dir viel Spaß und beim nächsten Mal sieht man sich. Nein, danke. Was sagst du, Lennart? Ja, schau mal hier wieder auf den Boden. Bayern hat irgendwie mit den Böden, aber hier ist einfach so ein Ford. Als Boden BMW hat hier eine bis rausgefahren. Einfach immer noch nur, dass wir kurze Tickets haben, Alter. Wie krass ist das denn? Wir schauen jetzt einmal im Presselounge. Ich weiß nicht wirklich, was uns hier erwartet, aber wir gehen. So, Freunde. Bobby gibt jetzt eine Picker. Darf ich? Darf ich? Ja, ja. Krass, okay. Da hat die Barker gesessen, ne? Da hat die Barker gesessen? Oder? Ja, hier sitzen nur die besten Spieler, das merkt man gleich. Ja, so wäre es dann. Hätte ich es geschafft, Leute, aber ich habe es nicht geschafft. Jetzt würden die Leute natürlich fragen, hey, Björn, wie hast du das wieder gemacht? 50 Punkte, 14 Rebounds. Du hast es wieder im Alleingang geregelt. Und dann würde ich sagen, nee, Teamleistung, Leute. Ja, das ist cool, das gefällt mir. Hier sehe ich mich. Ich sehe mich auch hier so ein bisschen als Spieler. Ich muss weiter trainieren, Leute. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, oder? Nein, 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 das wird was mit dem BWL kommen. Oh, direkt was gekommen. Das wird was mit dem BWL kommen, ich sehe es. Hey, sorry, aber damit haben wir nicht gerechnet. Wir dachten, wir bekommen so eine kleine Tour. Wir hatten ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, dass wir reinkommen und sie sagt, das ist die Halle. Viel Spaß. Wir dachten, das ist die Tour. Stattdessen werden wir hier überall rumgefahren, bekommen noch ein Trikot, waren im Presseraum, haben einfach Courtside-Tickets bekommen. Wie korrekt ist das? Also ich hatte selber hier heute für das Spiel Tickets besorgt. Das war nicht über den FC Bayern oder irgendwas. Wir haben jetzt einfach, weil sie korrekt sind, uns Courtside-Tickets gegeben. Das ist sehr, sehr nice. Wissen wir zu schätzen, freuen uns sehr auf die Experience. Wir halten noch mal fest, Leute. Einfach reserviert. Einfach reserviert für Bobby. Das ist krank, komm her, das ist krank. Get the fuck out of here, das ist hart. Das ist sehr hart, FC Bayern, sag ich euch ganz ehrlich. Alter, Icke kennengelernt, ich weiß nicht, was das hier heute für ein Tag ist, Leute. Ich mag Icke sehr, wirklich, ohne Scheiß. Ich finde, der hat einen geilen Job damals gemacht mit dem RAN-NFL-Team, damals bei Plus 7, sehr, sehr stark. Und ja, geiler Typ, super sympathisch. Wir haben uns so ein bisschen von den Augen war so, wir kennen uns, aber wir haben uns noch nie vorgestellt. Und jetzt war relativ cool, relativ locker, aber nice. Was wirklich nice ist bei dem VIP-Ding, was wir auch gebucht hatten, ja, das kommt nicht über Bayern, aber wir haben es jetzt durch Courtside auch gebucht. Das ist richtig nice, du kannst es dir hier holen, einfach für free. Ja, ich hoffe, was wir haben. Für die richtig guten Baller und so richtig. Easy Bucket, einfach Talent. Was willst du? Rhabarber. Da kann ich es jetzt leider nicht machen, das ist nur ein Schlauch. Da ist es runtergedrückt, Leute. Okay. Festgestellt. Unsere Rottöne matchen halt gar nicht. Wir filmen nur so. Wir filmen nur so. Ja, genau, wir filmen nur so.
aber es gefällt mir nicht. Und wir gehen mit unserem Einkaufsleister. Der Booker. Der den Booker auf Center bei Bayern. So, wir müssen hier auch noch nicht wiederholen. Aber im Bezirk gut dagegen. Vielleicht wird es auch noch ein spannendes Spiel. Zweite Halbzeit spielt Bayern auf unserer Seite. Da freuen wir uns sehr drauf. Thank you.
36. Ja, genau, gib den Ball mal ab, Bro. Nochmal das Team, gibt nochmal Autogramme an die Ehrenmann, gibt noch Autogramme den Jungs. Das war korrekt, dass hier nochmal die Mannschaft kommt. Ja, geil. Ist unbedingt eine Sache noch, wir warten gerade drauf, ob wir möglicherweise noch auf den Court dürfen. Die Chancen sind klein, wir sollen eine halbe Stunde ungefähr warten und möglicherweise haben wir dann die Chance, dürfen noch mal drauf, dürfen vielleicht schnell ein Layup sneaken oder ein Freiwurf, irgendwas. Das wäre sehr, sehr geil. Das ist so krass, sowieso mit dem neuen Boden und so. Aber auch so diese Möglichkeit überhaupt möglicherweise zu haben, auf den Court zu gehen nach dem Spiel, ist halt absurd. Am Ende des Tages, ey, ich bin einfach nur ein riesen Basketballfan, ich bin so aufgewachsen. Ich habe immer davon geträumt, auf dem BBL-Parkett zu stehen. Jetzt ist es durch ein bisschen andere Umstände, aber trotzdem bedeutet es mir eine Menge. Und wenn es jetzt klappt, wäre natürlich krass. Wenn nicht, auch überragender Tag. 10 von 10 Experience jetzt schon, danke Bayern. Aber es wäre schon nice, wenn wir das abschließen könnten auf dem Court. Also ihr meint, die Chance ist ganz gut. Wir gehen auf den Korb da hinten, wo keiner ist. Ich hoffe, es schickt uns jetzt keiner weg oder so. Es wird jetzt schon ein Ball und dann... Hey, imagine, wenn das jetzt auch noch... Leute, machen wir das gerade gut? Ich hatte so Schiss gerade, dass der Erste nicht reingeht. Das ist immer peinlich. Es gucken ganz viele Verantwortliche, wir filmen das nicht, aber ganz viele Verantwortliche gucken gerade so ein bisschen, was macht der, darf der das? Wer hat ihm die Erlaubnis gegeben? Aber wir sind einfach mit Selbstvertrauen drauf, Leute, und dann geht das. Das ist crazy. Obi muss sich natürlich an seinen neuen Court gewöhnen, ne? Aber ich glaube, Bayern, das Angebot, das gefällt mir schon. Was ist mit dem Stimmbruch? Ich finde es gerade krass, dass die Dreierlinie nicht da ist. Weil ich wollte gerade sagen, nimm mal einen Dreier. Stimmt. Aber die ist ja gar nicht da. Ja, deswegen nehme ich auch selbst keinen Dreier. Ja, willst du mal den Boden zeigen? Ich finde es nice, dass die den Score hier die ganze Zeit noch geblendet haben. Ja. Okay. Ja, ich hab's jetzt schon gesagt. Also guckt euch mal den Boden an. Darauf haben die jetzt heute gespielt. Izzy, wenn du mal 1 gegen 1 spielen willst, ich bin jetzt hier. Ich habe jetzt scheinbar den Access, hier auf den Court zu kommen, Bro. Wir sehen uns im 1 gegen 1. Hey, Kobe. Yes, sir. And 3, come on, let's go. There's no 3-point line. Yeah, you can't imagine that. I can't imagine that. There it is.
warum auch immer, jetzt gerade hat es mich nochmal gehittet, Mann. Ich will ein BBL-Court sein. Es war immer mein Traum, Profi zu werden. Ich bin nicht Profi geworden, aber ich habe es über Umwege quasi dahin geschafft. Und ich finde... Alle klatschen für dich. Nee, die klatschen für die Dame da, die Geburtstag hat. Aber ja, Mann, ich denke mir manchmal echt so, ey, es gibt nicht nur einen Weg. So, ja, ich bin nicht Pro geworden, trotzdem war ich jetzt heute hier. Und ich habe ein sehr geiles Basketballerlebnis gehabt und ich durfte ein paar Buckets nehmen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, sehr, sehr dankbar. Ihr ermöglicht davon so viel, deswegen tausend Dank auch an euch. Ich glaube, wir beenden es hier heute. Unfassbare Erfahrung, vielen, vielen Dank für alles. Danke an den FC Bayern, unfassbar, wie sie sich um uns gekümmert haben hier heute. Um mich und Aisha, wirklich rundum Paket einfach. Das war krass. Vielen, vielen Dank. Jetzt noch der letzte Layup und dann, glaube ich, werden wir echt rausgeschmissen. Also, haut rein. Vielen, vielen Dank euch. Peace.